Corona macht keine Weihnachtspause. Bei unserer heutigen Zusammenkunft haben wir deshalb entschieden, die Impfkampagne mit unverminderter Kraft auch während der Feiertage zwischen den Jahren und zu Beginn des neuen Jahres fortzusetzen. Als nächstes wollen wir bis Ende Januar weitere 30 Millionen Boosterimpfungen erreichen. Damit wären dann 3/4 der Bürgerinnen und Bürger dreimal geimpft. Und die Boosterimpfungen sollen künftig bereits 3 Monate nach der zweiten Impfung möglich sein. Das kann ich hier sagen, wird auch die STIKO so unterstützen. Auch für Genesene und vollständig Geimpfte werden nun wieder gewisse Beschränkungen nötig. Private Zusammenkünfte sind auf maximal 10 Personen beschränkt. Das gilt natürlich insbesondere im Hinblick auf Silvester. Es ist deshalb derzeit nicht mehr die Zeit für Partys und gesellige Abende in großer Runde. Kinder unter 14 Jahren werden bei dieser Beschränkung auf 10 Personen wie bisher auch wie gewohnt nicht einberechnet. Clubs und Diskotheken werden bis auf Weiteres geschlossen, um eine Verbreitung des Virus zu erschweren. Auch überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden. Das betrifft insbesondere Fußballspiele. Um die Krankenhäuser zu entlasten, haben wir schon vor einiger Zeit beschlossen, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester verboten wird. Sie kennen das bereits aus dem letzten Jahr. Gleichzeitig wird ein Verbot von Ansammlung und Versammlung an Silvester und Neujahr gelten.